So, willkommen zu einem weiteren TechView-Vlog, diesmal tatsächlich Vlogging-Style. Ich habe wieder mein altes Vlogging-Pack ausgeholt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich einfach mal testen wollte, funktioniert das? Ist das noch gut zu gebrauchen? Was gibt es an Neuigkeiten und Neuerungen? Was kann ich da so berichten? Ich habe mir eine kleine Vlogging-Kamera besorgt, die ultimative Vlogging-Kamera. Ich hatte ja bereits schon mal gemeckert, dass ich mit den Fujifilms nicht so richtig zufrieden bin und mit der X-T30 so ein bisschen enttäuscht bin, dass man immer noch 4K nur 10 Minuten lang aufzeichnen kann und dass Full HD auch nur 15 Minuten lang geht, obwohl es dafür technisch eigentlich gar keinen Grund gibt. Und ich brauche doch mal was Längeres. Jetzt habe ich die Fujifilm X-T20, die kann wunderbar aufnehmen. Ja, halt diese 15 Minuten lang in Full HD, das ist das, was ich am meisten nutze, weil ja, 10 Minuten in 4K ist ein bisschen was kurz. Manchmal labere ich doch ein bisschen was länger. Und jetzt sieht es so aus, dass die Fuji X70, die ich habe, Fujifilm X70, super auch zum Vlogging ist, auch viel leichter als das jetzt hier. Und es wird auch schon schwer und der Arm wird schwer und so weiter und so fort. Aber die Fuji X70 hat das große Problem, dass der Autofokus nicht so der allerbeste ist, weil hier kann ich den Autofokus vertrauen. Bei der Fuji X70 muss ich den Autofokus abschalten oder auf manuell gehen. Oder wenn ich es drauf mache, den Autofokus, muss ich in die Kamera schauen die ganze Zeit und hoffen, dass es dann doch funktioniert einigermaßen. Und sie hat halt auch diese 15 Minuten Einschränkungen, die natürlich durch den Klappbildschirm, wo ich sehe, okay, es wird zumindest aufgezeichnet und ich sehe einen Timer, der abläuft. Habe ich zumindest ein bisschen was als Indikator, der mir sagt, ja, okay, die Aufnahme ist jetzt gestoppt, weil du 15 Minuten und eine Sekunde länger gesprochen hast. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich was Längeres aufzeichnen möchte und ich natürlich eine gute Bildstabilisierung habe und labern möchte und rumlaufen möchte und so weiter und so fort und keinen lahmen Arm bekommen möchte, gibt es da keine Alternative. Ich habe mir den günstigsten Camcorder, den Sony so zu bieten hat, der 4K kann. Der Boss Image Stabilization hat, wenn sich das schon Boss nennt, dann muss das auch ziemlich gut sein, weil Bosse sind immer gut. Nicht? Das weiß auch mein Boss. Boss ist die Image Stabilisierung. Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Balanced Optical Steady Shot, glaube ich, heißt das Ganze unter Sony. Habe ich mir gerade ausgedacht, könnte stimmen. Und ja, dieses Boss-System, das werde ich natürlich auch mal testen, wie gut das mit der Stabilisierung funktioniert. Jetzt aktuell habe ich das Fujifilm XF1855 mit optischer Bildstabilisierung in der Linse, im Objektiv drin, weil die Kamera selber natürlich keinen Bildstabilisator hat für den Sensor. Ja, das kann ich dann so ein bisschen mal vergleichen, wenn dann diese Sony ankommt. Das ist natürlich eine kleine Action-Cam, so wird sie eigentlich vermarktet, hat aber den großen Vorteil, ich kann da, glaube ich, 2 Stunden lang in Full HD mit aufnehmen und ich kann in 4K eine Stunde lang aufnehmen, habe also jegliches Limit damit gesprengt. Und das ist sicherlich eine super geniale Sache. Jetzt werden einige sagen, was ist denn mit deiner, du hast doch mal eine LX100. Ja, die LX100 kann mit einem kleinen Hack, den ich auch gemacht habe, länger als diese 30 Minuten aufzeichnen. Zumindest sagen die Leute, die den Hack gemacht haben, dass bei mir, wenn ich die Aufzeichnung starte, zeigt er mir immer nur 30 Minuten an, obwohl der Hack irgendwie drin ist. Ob der dann funktioniert, ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Das ist das eine. Das andere ist, der LX100 ist nicht klein, ist zwar auch klein und kompakt, hat keinen Flip-Screen wie die X70, um mich selber zu sehen. Klar, bräuchte ich jetzt eventuell nicht. Autofokus ist so, würde ich mir was Besseres wünschen, sage ich mal so. Gerade wenn ich jetzt so von dem Fujifilm Autofokus und der von der X-T20 ist ja jetzt auch nicht mal State of the Art, aber ist zum sehr gut, sagen wir mal, im sehr guten Bereich ist er schon. Geht Besseres, aber es ist schon der sehr gute Bereich. Ist der Lumix LX100 Autofokus so im befriedigenden Plus oder im guten Bereich Minus, wenn man da Schulnoten vergeben würde. So, und jetzt labe ich schon so lange. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt die Aufnahme immer noch läuft. Ich hoffe, dass sie noch läuft. Und ja, also ich habe mir die Sony X3000R geholt. Kleine Action-Cam. Ich sage wirklich Camcorder, weil es halt im Vergleich zu den großen Camcordern, die es für das Vierfache gibt,
Also mindestens das Doppelte muss man bezahlen, wenn man einen guten Camcorder haben möchte, der auch 4K kann. Und wenn man noch eine Stufe höher haben möchte, also dieses Boss-System haben möchte von dem wirklich guten Stabilisierer, muss man wieder was drauflegen. Dann ist man bei 1.000 €, dann ist man wieder bei einer XT20. Wenn man auch eine XT30 kaufen können oder eine XT3 vielleicht mit den 200, 300 € mehr. Oder sogar ein XH1, na, das kostet ein bisschen was mehr. Aber hat den Nachteil, es hat dann entweder keinen Klinkenstecker für ein externes Mikrofon oder halt nicht wirklich diese gute Bildstabilisierung oder ist halt etwas groß und klobig. Und die Akkulaufzeit ist ja mager und groß und klobig mag ich natürlich nicht und ja, auch nicht so das Gelbe vom Ei. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, die Sony X3000. Da gibt es ja einige YouTuber, die so Kamera-Reviews machen, die ja drauf schwören. Ist zwar ein winzig kleiner Sensor, also ich glaube nur halb so groß wie ein 1-Zoll-Sensor, aber doch trotzdem dann in der Lage, ja, als Camcorder dann ordentliche Aufzeichnungen zu machen und den Bildstabilisierer ordentlich funktioniert. Ja. Ja, wir werden sehen. Ich werde es ausprobieren, wenn ich demnächst das Teil habe und kann es euch dann auch präsentieren und zeigen. Ansonsten, worauf könnt ihr euch noch freuen? Ich habe, dazu muss ich mal kurz hier durch den Raum gehen und Fernseher läuft auch noch, also im Hintergrund, wenn man das mag. Ich habe ja hier seit längerem im Test mein Honor 10 und dieses Honor 10. Dazu habe ich jetzt endlich ein Kamera-Review gemacht und das wird dann am Wochenende rauskommen. Könnt ihr euch also darauf freuen, mein Kamera-Review zum Honor 10. Ich habe das in der Hülle auch drin, damit ich halt eben nicht so viel Schmierfinkflecken mache. Nee, weil es einfach, man kann es besser halten in der Hülle. Ist mir deutlich aufgefallen. Ansonsten ist ein sehr schönes Gerät, hat sehr gute Kamera, wie ich finde. Macht so ein bisschen künstlich was, aber mehr dazu erfahrt ihr dann tatsächlich im Review, im Kamera-Review zu diesem Honor 10. So, das genug dieses Vlogs. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ausschaltbutton, wo bist du?